Auf der Suche nach Heilung gegen die piratenbefallenden LeChuck-Pocken werden die Schicksale von Guybrush Threepwood und Morgan Le Fay weit vom Kurs abgebracht, als sie von einem liebeskranken Leviathan verschluckt werden. Zur großen Überraschung von Morgan und Guybrush führt die widrige Allianz, um der Kreatur zu entkommen, zu einer echten Freundschaft zwischen dem Piraten und der Piratenjägerin. Ein Wechsel der Gezeiten, der Threepwood zu dem angeblich die Pocken heilenden Esponja Grande bringt. Aber Guybrush erkennt zu spät, dass sich ein kluger Pirat auch auf den unvermeidbaren Windwechsel vorbereitet. Als Morgan ihn hintergeht und ihn in die wissenschaftlichen Klauen des Marquis de Sage zurückbringt. Dreißigtausend Silberlinge, mon petit chouchou. Wie vereinbart. Das wäre auch besser so. Sonst schneide ich mir den Rest aus deiner flauschigen Perücke. Ich habe eine Idee. Warum lässt du mich nicht gehen und ich zahle dir doppelt so viel, wie der Marquis zahlt? Blamiere dich nicht, Threepwood. Ich werde meine ganze Sammlung aus signierten Sextanten versteigern. Threepwood, du unterschätzt so sehr den Wert davon, was durch deinen Körper fließt. Boah, ich habe eine ziemlich gute Idee. Meine Spucke allein hat mir schon mal 8000 Goldstücke auf Booty Island eingebracht. Dann wirst du mit dem Wissen sterben, dass du der Wissenschaft ein unbezahlbares Geschenk gemacht hast. Endlich! Ich habe Threepwood. Ich habe die Formel. Und bald habe ich ewiges Leben. Ich bin glücklich wie ein Pinguin, der auf seinen Bauch rumrutscht. Was ist das? Ah, es ist eine Willkommensparty. Ich hoffe, es gibt Schwarzwälder Kirsch. Guybrush Threepwood. Darauf haben wir lange gewartet. Hey, warum kann ich meine Beine nicht stoppen? Was? Nein, komm zurück! Dieser Quacksalber hat seine Verabredung im Piratengericht. Du mit Reagenzgläsern bastelnder Intrigant. Aber... Und dann wird der Hund hängen. Sie! Ergreift ihn! Hey, ich habe Ihnen Threepwood geliefert und Sie haben bezahlt. Wir haben hier nichts mehr zu erledigen. Das wollen wir doch mal sehen. Kapitel 4, The Trial and Execution of Guybrush Threepwood. Die Verhandlung und Exekution des Guybrush Threepwood. Und damit willkommen zurück zu Tales of Monkey Island. Kapitän Threepwood, Sie wurden nach allen Anklagen schuldig befunden und werden deshalb zum nächsten Schiff gebracht, wo wir Sie Kiel holen werden, bis Ihre Haut in Fetzen von Ihrer Blut endet. Schuldig? Aber ich wurde doch noch gar nicht angeklagt. Nein! Wo ist dieser inkompetente Staatsanwalt? Hier, Euer Ehren. Also,
Ah, klasse. Entschuldigen Sie meine Verspätung, Eminenz, aber der alte Stan musste in Flagrante sein Delikto und auf dem Klo musste man Schlange stehen. Entschuldigen können Sie sich später. Sie heulendes Meerwiesel, klagen Sie endlich an. Im Club 41 wird mein Grog schon kalt. Natürlich, Eure Eminenz. Euer Ehren, Piraten und Dirnen auf den Zuschauerplätzen. Hey, das sind wir! An diesem heutigen Abend werde ich ohne den winzigsten Zweifel beweisen, dass Guybrush Threepwood die Schuld an nicht weniger als 4 Verbrechen trägt. Komisch, ich dachte, es würden 3 sein. Erstens hat er sich wissentlich an einer Kneipenschlägerei beteiligt, bei der die geliebte Katze unseres Piratenältesten Hemlock McGee fürchterlich verletzt wurde. Der Galgen ist so gut für ihn. Zweitens hat während der gleichen Schlägerei der Kapitän Threepwood kochende Nacho-Soße auf das blanke Bein von der Bootsfrau Catherine Krebs geschüttet und damit eines von Flotsams hübschesten Beinen aufs hässlichste vernarbt. Haltet ihn am lebendigen Leibe! Drittens hat er sich mit Joaquin D'Oro verschworen, um gefälschte Porzellan-Powerpiraten herzustellen und zu verkaufen. Und was ist mit der Verbreitung der Pocken? Und letztens hat er dieses bislang makellose X, das Flotsams neuestem Ankömmling, Killick Hartek, gehört, gefaltet, gedrechselt und verstümmelt. Was zur Hölle? Ja, das hat er mir angetan. Kapitän Threepwood, nachdem Sie diese schweren Anklagen gehört haben, wie bekennen Sie sich? Wenn ich mich schuldig bekenne, komme ich dann schneller hier raus? Nicht schuldig, wegen Unzurechnungsfähigkeit. Diese Vorwürfe sind dumm. Ich bekenne mich nicht schuldig. Wenn ich mich schuldig bekenne, komme ich dann schneller hier raus? Ganz gewiss. Großartig, dann bekenne ich mich. Nach der Exekution durch Kiel holen, hängen, kochen und Skafismus. Skafismus? Glaub mir, Kleiner, das willst du gar nicht wissen. Okay, dann bekenne ich mich nicht schuldig, und zwar, weil ich wahnsinnig bin. Sie sehen meiner Meinung nach nicht wahnsinnig aus. Klar, jetzt. Aber ich könnte jede Sekunde anfangen, Affen als Zangen zu benutzen, mich aus Trebuchets zu schleudern oder komische Sachen mit Gummibäumen zu machen. Ich bin verrückt, sage ich Ihnen, verrückt. Der Angeklagte wird mit seiner törichten Schauspielerei aufhören. Sonst sieht sich das Gericht gezwungen, seine Zunge mit einer rostigen Krabbengabel rauszureißen. Aha! Okay, dann also keine Schuldunfähigkeit wegen einer Geisteskrankheit. Diese Anklagen sind doof. Und glauben Sie mir, ich weiß, was doof ist. Kapitän Threepwood, reißen Sie sich zusammen! Ich soll mich zusammenreißen? Reißen Sie sich doch zusammen! Das ganze verschratsiegelte Piratenrechtssystem soll sich zusammenreißen! Der Angeklagte wird sein eiterndes Maul halten, sonst wird das Gericht das übernehmen! Mach es! Tut mir leid. Ich bekenne mich 1000% nicht schuldig. Besonders bei dem letzten mit dem X. Nun gut. Es soll ins Protokoll aufgenommen werden, dass dieser erbärmliche, schuldige Angeklagte sich nicht schuldig bekennt. Also, wer soll Ihren armseligen Fall präsentieren? Gibt es hier keine Pflichtverteidiger? Ein Pflichtverteidiger im Piratengericht? Was für ein Dummkopf! Das wäre also ein Nein. Hey Stan, du könntest mich doch repräsentieren. Der guten alten Zeiten wegen. Du meinst die alten Zeiten, als du mir ein Schiff abgeschwindelt, mich für 3 Monate in einen Sarg gesperrt, meine Versicherungsfirma betrogen und mich mit hochriskanten Dublonenderivaten in Verbindung gebracht hast? Ja? Tut mir leid, Kleiner. Ist nichts Persönliches, aber ich werde einen Haufen Geld mit Gerichtsgebühren von diesen wütenden Flutsamianern bekommen. Die mögen dich wirklich nicht. Dann vertrete ich mich wohl selbst. Kapitän Threepwood, kennen Sie den alten Piratenrichterspruch? Der Pirat, der sich vor Gericht selbst repräsentiert, hat bald einen Narren als Klienten, der Kiel geholt wird. Ja, Euer Ehren, und dieser Narr bin ich. Gut, Sie sind dran, Herr Anwalt. Hier sind deine Unterlagen, Kleiner. Zeuge K. Hartek, Anklage, Konsonantenmissbrauch, X-Klasse. Vorwurf des Klägers, der Angeklagte habe sein einwandfreies X ruiniert. Ist zweifelhaft, aber nachvollziehbar. Gericht hofft, er werde nicht alles frei erfunden haben. Empfohlenes Strafmaß
2 Punkte Strafe. Tod durch Erhängen. Nett. Zeugin K. Krabs. Anklage Oberschenkelverbrechen und andere Kleinigkeiten. Einstellen der Produktion der Nacho-Soße des Club 41 erschwert den Schuldnachweis, aber das Gericht hält es für sehr unwahrscheinlich, dass eine andere Mixtur Krabs markante Verbrennungen verursacht haben könnte. Empfohlenes Strafmaß 23G Strafe. Tod durch Korsett. Okay. Zeuge H. McGee. Anklage verbrecherisches Erschrecken einer Katze. Die Katze des Klägers scheint traumatisiert, aber das Gericht hat schon viel zu viele verkrüppelte Piraten gesehen, die aufgrund einer Barabfindung eine wundersame Heilung erfuhren. Wenn diese Katze sich auch nur ein Stück rührt, ist der Prozess zu Ende. Empfohlenes Strafmaß 1 Wollknäuel, Tod durch Hundebisse. Zeuge J. Doro. Fälschung von Sammlerstücken. Zeuge sagt aus, um dafür selbst geringere Strafe zu halten. Gericht traut keinem Plappermaul, deren Zeugnis ist nicht einmal das letzte Bestechungsgeld wert. Empfohlenes Strafmaß. Beschlagnahme der Sextanten. Tod durch 8-seitigen Würfel. Zeuge Guybrush Threepwood. Angeklagter wurde im Besitz eines winzigen Seeschwamms verhaftet, von dem er behauptet, dass er die Pocken heilt. Gericht ist skeptisch, hat aber das Artefakt aus prinzipiellen Erwägungen konfisziert. Angeklagter war auch im Besitz eines unauffälligen Eherings, der wohl nicht einmal die Beerdigungskosten decken dürfte. Och nö! Okay. Was haben wir hier? Der Gerichtsschreiber scheint ziemlich tot. Könnten Sie den letzten Teil noch einmal wiederholen? Sehr interessant. Ich kann mich nicht entsinnen, das Wort hämorrhagisch benutzt zu haben. Nein, ich will damit keineswegs Ihre Professionalität anzweifeln. Es ist nur, dass ich nicht einmal die Bedeutung dieses Wortes kenne. Ja, Ma'am. Tut mir leid, Ma'am. Okay, dann schauen wir uns mal die Katze an. Diese gelähmte Katze ist gruselig. Der leere Nacho-Teller macht mich hungrig. Da haben wir den Schwamm. Und unseren Ehering. Dürfen wir auch nicht nehmen. Was ist das für ein X? Warum ist es immer ein X? Warum nicht T zeigt den Fundort? Was haben wir da? Den Piratencode. Stinkbeards allgemeines Gesetzbuch für allgemeine Piraten. Gesetze? Piraten brauchen keine bescheuerten Gesetze. Schön! Dann wollen wir also mit der Vollstreckung voranschreiten. Andererseits wären jetzt ein paar gute Gesetze ziemlich hilfreich. Okay, reden wir mal mit ihm. Hey, Hardtack. Die Verteidigung wird die direkte Ansprache des Gerichtsdieners während der Verhandlung unterlassen. Tut mir leid. Okay. Was ist da auf dem Schoß? Ich werde sie nicht mehr ins Kreuzverhör nehmen. Sie ist mir zu kratzbürstig. Okay, was haben wir hier noch? Was ist da an der Tafel? Scheinbar gab es einen Bagatellschaden mit einem Wal, als die Winde seewärts bliesen. Deshalb segle ich immer defensiv und bin bei der Allianz versichert. Oh, Allianz versichert. Okay, reden wir mal mit Stan. Hey, Stan. Ah, keine Absprachen zwischen Verteidigung und Anklage während des Gerichts tagt. Wenn Sie quasseln wollen, müssen Sie eine Sitzungspause beantragen. Okay, dann machen wir das doch mal. Einspruch! Wegen was? Wegen dieses Verfahrens, wegen ihres Huts, wegen meines juckenden Barts. Ich lege auch Einspruch dagegen ein, wie dieser Typ mich ansieht. Hey. Und gegen seinen Haken. Kapitän Threepwood, hören Sie mit Ihren dummen Ablenkungen auf, sonst werden Sie bald mit allem aufhören. Okay. Genau! Wo waren wir? Ich rede noch mal mit ihm. Euer Ehren, ich bitte um eine Unterbrechung, um mich mit meinem Mandanten zu besprechen.
Bailiff, begleiten Sie bitte Kapitän Threepwood zum Bau. Ei, ei, euer Ehren. Nun, wenigstens werde ich nicht von einem verrückten Wissenschaftler seziert. Also, dann nichts wie raus hier Elaine finden und La Esponja Grande benutzen, um... Hey, was ist aus meinem coolen Voodoo-Schwamm geworden? Alle Habseligkeiten werden dem Gefangenen wieder ausgehändigt, sobald die Anklage gegen ihn fallen gelassen wurde. Im sehr wahrscheinlichen Fall, dass die Anklage nicht fallen gelassen wird, soll sein Hab und Gut an seine Nachkommen verteilt werden. Aber ich habe gar keine Nachkommen. Zumindest keine, von denen ich wüsste. Dann wird eben alles bei eBay versteigert. Okay, was können wir hier machen? Dieser Teil der Wand sieht aus, als hätte man dafür ziemlich brüchiges Material verwendet. Ob ich da wohl einen Weg nach draußen graben kann? Hey, Wache! Was willst du? Steht mir denn kein Brot oder etwas Wasser zu? Brot und Wasser? Pfui! Ich bin stolz darauf, Flotsams Gefängnisse mit der besten Haute Cuisine zu versorgen. Warte hier. Warte hier. Der ist ja lustig. Dieser Teil der Wand sieht aus, als hätte man dafür ziemlich brüchiges Material verwendet. Ob ich da wohl einen Weg nach draußen graben kann? Was habe ich im Inventar? Ich habe nur meinen... Ich dachte schon, dass er nie geht. Was zum... Da drunter ist massiver Stahl. Na toll. Okay, wir haben... Ach, das ist die Kurzerstellung der Gerichtsfälle. Das haben wir schon gelesen. Was gibt's hier noch? Blöde stahlverstärkte Wand. Was sagt man dazu? Ist wohl doch nicht locker. Hey, wo ist denn mein Abendessen? Meine Haute Cuisine? Oh, die Gefangenen bekommen nichts zu essen. Das ist nur für Wachpersonal und Richter. Und es schmeckt gut. Idiot. Netter hey, Kerl. Wache. Was willst du? Gibt es in diesem Gefängnis denn auch Lesestoff? Ich empfehle dir, deine Schriftsätze zu lesen. Die wirst du vielleicht noch brauchen. Guter Tipp. Ich werde mich dran halten, sobald ich etwas Einschlaflektüre brauche. Was muss man denn tun, um hier einen Drink zu bekommen? Gleich da drüben ist eine Bar. Du musst lediglich entlassen werden und schon kannst du direkt reingehen. Oh. Ich will meinen Anwalt sehen. Deinen Anwalt? Ja, du hast vielleicht schon von ihm gehört. Guybrush Threepwood, mächtiger Piratenanwalt. Gut. Also gut, Anwalt. Richter Grindstump gibt Ihnen 5 Minuten Zeit. Das sollte für dieses Stück Abschaum mehr als genug sein. Ich hoffe, Sie haben eine gute Entschuldigung dafür, dass Sie mich zu dieser gottlosen Zeit aus dem Bett geholt haben. Ich muss wissen, wie sich mein Fall entwickelt. Ich habe seit Tagen nichts von Ihnen gehört. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Bohnenstange. Ich bin mir sicher, den Richter von erhängt, ausgeweidet und gevierteilt zu erhängt, gevierteilt und gedrittelt überreden zu können. Sie Betrüger! Wache, ich habe mit meinem Mandanten alles geklärt. Ich werde Sie kriegen, Threepwood, selbst wenn das meine letzte Tat ist. Tut mir wirklich leid, Mr. Threepwood. Ich weiß, manche der Gefangenen können ganz schön rabiat werden. Denken Sie sich nichts dabei, Mr. Hardtack. Wo kann ich denn einen guten Grog zu mir nehmen? Im Club 41. Der ist gleich da drüben, Sir. Hat das jetzt echt funktioniert? Oh, da ist Joaquin Doro. Hallo? Du! Doro? Was ist mit deinem Auge passiert? Ich werde dir sagen, was mit meinem Auge passiert ist, du Schlaumeier. Als ich den unechten Dark Ninja Dave ausgraben wollte, den du dort versteckt hattest... Angeblich versteckt? Den du also angeblich versteckt hattest. Da flog mir ein Dreckspitzer ins Auge. Eine Woche später hatte ich eine handfeste Infektion und Dr. DeSinch musste es rausschneiden. Ja, das überrascht mich nun gar nicht. Jetzt brauche ich ein Glasauge. Wozu willst du denn ein Glasauge?
Eine Augenklappe ist doch viel piratiger. Augenklappen sind ja sowas von gestern. Alle coolen Piraten tragen heutzutage furchterregende Glasaugen. Aber Hakenhände sind doch wohl immer noch cool, richtig? Kann sein, aber nichts geht mehr über ein Glasauge. Warum sitzt du denn? Ich wurde verhaftet, weil ich versucht habe, eine Fälschung einer Dark Ninja Day Figurine auf eBay zu versteigern. eBay? Du weißt schon, diese Rucki-Zucki-Versteigerungsgeschichte. Oh, ja. Ich hatte Glück. Stan konnte eine mildere Strafe für mich aushandeln. Ich muss als Gegenleistung gegen dich aussagen. Gegen mich? Was soll ich getan haben? In erster Linie warst du es, der den Dave gefälscht hat. Oh ja, das. Pass auf, tut mir echt leid, dass du sitzen musst, aber du darfst nicht gegen mich aussagen. Ich habe eine Frau und eine Menge Piraten, die ich heilen muss. Willst du die Pocken besiegen? Eines Tages, ja. Oh, das finde ich toll. All die pockenifizierten Piraten händeln mich schon, weil ich keine Pocken habe. Na also los, machen wir uns an die Arbeit. Mal sehen, was hast du mir denn zu bieten? Wie wär's mit einem Porzellan-Power-Piraten? Ich habe einen echten Dark Ninja Dave Porzellan-Power-Piraten an der Angel. Mit einem Autogramm von Dark Ninja Dave höchstpersönlich. Das ist ziemlich erbärmlich, Senor. Ich gebe dir die freie Auswahl unter meinen handsignierten Sextanten. Oh, hast du etwa einen dieser Vasco de Gama-Sextanten aus der limitierten Auflage? Ja, aber den kannst du leider nicht haben. Hm, was ist mit dem Ferdinand Magelli Unquad Action Sextanten, hm? Ja, aber den kannst du auch nicht haben. Wenn ich es mir genau überlege, möchte ich mich von keinem Sextanten trennen. Ich habe eine Kiste voll feiner Lederjacken im Frachtraum meines Schiffs. Dein Name steht überall auf ihnen drauf. Nein, danke. Mit Leder scheue ich mich immer nur wund. Wie wäre es, wenn ich dir ein Glasauge für deine Augenhöhle besorge? Das hört sich interessant an. Dann sind wir im Geschäft. Aber ich wusste, dass da noch ein dickes, fettes Aber mit verbunden ist. Ich will ein wirklich cooles Glasauge haben. Und was bitteschön ist ein cooles Glasauge? Es muss eine wirklich coole Farbe haben, so wie die Farbe der Augen dieser verbockten Piraten, wenn sie so richtig schön ausrasten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Komisch. Ich kann nur feststellen, dass du nicht von den LeChuck-Pocken betroffen bist. Oh, erinnere mich bloß nicht daran. Alle anderen Piraten haben Pocken, warum nicht ich? Hast du schon einmal in Erwägung gezogen, dass du vielleicht gar kein Pirat bist? Und ob ich ein Pirat bin? Okay, okay, du bist ein Pirat. Sicher sind die Pocken auch in Kürze bei dir eingetroffen. Mit hartgesottenen Verbrechern wie dir zu assoziieren, könnte meiner Rechtslage schaden. Ich verzieh mich. Adios. Okay, und ich verzieh mich auch mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!